was soll ich sagen, YouTube? Heute mal wieder ein Fahrzeug für euch. Und zwar haben wir hier einen Ford Ranger. Unschwer zu erkennen, in dem Fall als Wild Track. Es gibt hier mehrere Varianten. Das hier ist die größte Ausstattungslinie, sage ich mal ganz vorsichtig. Wir haben hier einen 3,2 Liter Dieselmotor mit einer 6-Gang-Automatik. Und das Fahrzeug leistet 200 PS und 470 Newtonmeter. Wir waren mit diesem Auto schon auf dem Prüfstand, haben die Leistung gemessen und wir lagen ganz knapp drüber. Wir haben auf dem Prüfstand gemessen 203 PS und 474 Newtonmeter. Von der Thematik her, ihr seht es ja selber, das Auto ist relativ groß, relativ klobig und natürlich auch schwer. Deswegen ist man natürlich dankbar, wenn man ein bisschen mehr Leistung hat. Das heißt, ein bisschen mehr Drehmoment, unten raus ein bisschen mehr Zug. Und deswegen machen wir hier Software. Das heißt, wir ziehen den Datenstand, ändern den Datenstand ab und werden natürlich dann das Fahrzeug nochmal messen. Aus Erfahrung ist es so, dass bei diesen Motoren so ganz knapp so ca. 40 PS und knapp 80 bis 90 Newtonmeter an Mehrleistung möglich sind. Zudem ändert sich die Höchstgeschwindigkeit, die liegt aktuell bei knapp 175 und liegt nachher bei 200 circa. Ja, das hängt auch ein bisschen ab, je nach Streuung. Und dann variiert es halt noch um ein paar PS und ein paar Newtonmeter. Jetzt würde ich sagen, komme ich gerade mal her und schauen wir uns mal das gute Stück an. Geht relativ einfach bei dem Fahrzeug. Nach hinten ziehen und hoch. Schauen wir gerade mal rein. Also wie schon gesagt, noch mal kurz zum Motor. Es gibt zwei Varianten aktuell. Und zwar 6-Gang-Automatik oder 6-Gang-Schalter. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Ab 2019 haben wir eine 10-Gang-Automatik verbaut. Jetzt aktuell noch eine 6-Gang. Und die Leistung geht dann auf 210 PS und 500 Newtonmeter. Das heißt, wir haben dann 10 PS mehr und 30 Newtonmeter mehr. Ich finde, wenn ihr mal reinschaut, sehr aufgeräumt. Batterie ist gut zugänglich, wenn irgendwas sein sollte. Hier drüben Luftfilter, auch zum Flüssigkeiten prüfen. Kühlmittelbehälter hier oben. Einfach so schon ein paar Kleinigkeiten. Wir haben noch einen guten alten Ölmessstab. Finde ich sehr gut. Ist ja heutzutage meistens so, dass man den nicht mehr hat, sondern dass man einfach darin alles angezeigt bekommt im Bordcomputer. Aber wenn wir gar nicht weiter drauf eingehen, hier geht es erstmal nur um die Software-Geschichte. Vielleicht kriegt man es noch hin, mal zu messen, mal zu gucken, nochmal, was macht der Serie, was passiert danach und dann natürlich nochmal die Thematik auf dem Prüfstand, was an Leistung möglich ist. Dieses Paket bei dem Auto liegt momentan in der Aktion bei 799 Euro. Wer es mit Prüfstand möchte, wie in diesem Fall, pro Prüfstandslauf 100 Euro, das heißt Eingangsmessung, Ausgangsmessung, dann liegt ihr im Komplettpaket bei 999 Euro für dieses Fahrzeug und ihr werdet es deutlich merken. Also der Leistungszuwachs von 80 Newtonmeter oder 90 Newtonmeter, je nach Streuung, ist schon deutlich merklich für dieses Auto und er ist untenrum deutlich spritziger und im Teillastbereich natürlich die Thematik, dass ihr wieder Sprit spart, wenn ihr gleich fahrt, wie ihr vorher fahrt. Ist einfach so, ihr müsst weniger Gas geben, ihr habt untenrum viel früher mehr Drehmoment anliegen und deswegen müsst ihr einfach weniger Gas geben und das Fahrzeug dankt euch natürlich, weil ihr nicht so fordern müsst, sage ich mal ganz vorsichtig, auch ganz speziell im Anhängerbetrieb, so wie der Kunde es hier macht, wenn man einen Anhänger dran hat mit Gewicht, macht es natürlich Sinn. Ja? Für weitere Fragen einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben. Jetzt würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis bald. Ciao. Huhu, ich bin's nochmal. Was ich noch kurz anmerken wollte zum Thema Prüfstand, da kam demnächst auch die vereinzelte Frage. Wir haben keinen eigenen Prüfstand, sondern wir gehen fremdmessen. In dem Fall gehen wir zur Firma Henny. Das wissen einige von euch. Das heißt, aktuell ist es so, was eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch von uns ein Fehler ist, aber wir sind in der Hinsicht fair. Ihr zahlt auf dem Prüfstand das aktuell, was wir auch zahlen. Wenn ihr zu uns kommt und bei uns eine Leistungssteigerung kauft oder bezieht, dann zahlt ihr genau diesen Preis, was wir auch zahlen. Wir zahlen für ein Fahrzeug mit Front- oder Heckradantrieb, also eine Achs 85 Euro und wir zahlen für ein Fahrzeug mit Allradantrieb 100 Euro, außer Leistung über 400 kW, dann zahlen wir 150 Euro, so wie ihr das auch bezahlen würdet.
Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass da nicht irgendwelche Kosten erhoben werden, aber natürlich nur in Verbindung mit einer Leistungssteigerung. Wenn ihr nur zum Messen kommt, dann haben wir natürlich oder berechnen wir natürlich den Aufwand auch. Jetzt würde ich sagen, das war's.